Mach dir nichts draus, Junge. Herr Hans ist ein guter Schwertkämpfer. Und wenn du durch Zufall gewonnen hättest... Nun, das hätte er nicht so gut aufgenommen. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Mann. Scheiße. Also, ab ins Rathaus. Wo ist denn das? Ah, ganz da unten. Dann geht's, glaube ich. Ja. Ne, porten tue ich mich jetzt nicht. Ich will nämlich noch ganz schnell bei ein paar Händlern ein bisschen Ware verkaufen. Weil ich glaube, unser Inventar ist doch schon relativ voll. Sind wir überhaupt richtig? Ah, ja, doch, ja. Also, das Bogenschießen finde ich schon geil an sich. Aber ist halt wirklich schwer, so wie der so rumzittert. Das ist nicht einfach, das muss ich ehrlich sagen. Gucken wir mal, ob wir hier bei dem Schmied ein bisschen was verkaufen können. Was zum Teufel? Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Was habe ich denn zu verkaufen? Habe ich das Schwert nicht ausgerüstet? Nee, anscheinend nicht. Ja, aber das verkaufe ich sicher nicht. Wettkampfpfeile sind aber absolut nichts wert. Ja, dann behalte ich die noch. Handel abschließen. Wieso habe ich denn mein Schwert nicht ausgerüstet? So? Komisch. Na gut. Jetzt begeben wir uns... Jetzt kann ich aber trotzdem... Na, ich laufe. Das geht, glaube ich, fast. Es ist wahrscheinlich gleich schnell fast. Okay. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch den einen Ring haben, den wir abgeben müssen. Von dem Toten. Das sollten wir vielleicht auch noch irgendwann dann mal machen. Aber erstmal gehe ich sonst zu... Sag schon. Na? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Wo müssen wir eigentlich hin? Melde dich beim Vogt. Genau. Okay. Da vibriert doch wieder mein Handy. Mein, die Leute, die können mich schnell in Ruhe lassen hier. Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ja, das ist hier irgendwo. Was ist denn los? Hier drinnen irgendwo ist das, nicht? Hä? Oder muss ich wieder zu einer speziellen Zeit hier sein? Melde dich beim Vogt. Da bin ich doch. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und muss mich beim Vogt melden. Vielleicht ist das hier drin. Nicht wirklich. Oh, es kann natürlich auch sein, dass es da oben ist. Tatsächlich, doch. Hier die Treppe hoch. Kommen wir diesmal ohne Probleme die Treppe hoch? Ja, dann wenigstens das. So. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon. Oder? Ja? Jein, würde ich sagen. Hier, tatsächlich, mit dem müssen wir reden. Ist das dein Ernst? Ja, ich will mit dir reden, Junge. Hallo. Knallt ihm einfach die Tür vor der Nase zu. Wo ist denn der jetzt hin? Hier, so. Reden. Beste Grüße. In die Diensten des Vogts treten. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Auf mich ist Verlass. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Der Hauptmann mag mich nicht. Ich kann mich nicht mal ins... Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Es war ein ziemliches...
Hand forderte mich zum Nahkampf heraus. Machen wir das Oberste. Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ui, cool. Ja, Vogt. Wir kriegen eine neue Ausrüstung. Habe ich jetzt 15 Groschen bekommen? Nee, da stand aber irgendwas mit Groschen. Hm. Okay, habe ich eigentlich jetzt einen Bogen? Nee, einen Bogen habe ich nicht. Wir geben uns mal zur Rüstkammer. Wo sind die? Gerade hier? Ah, nee. Hier oben, gell? Ja. Das machen wir. Gehen wir zu der Rüstkammer mal hoch. Bin ich mal gespannt, was für eine wir kriegen. Sieht wahrscheinlich 1000-mal besser aus, wie die, die wir jetzt gerade anhaben. Schauen wir mal. Ich frage mich, wofür diese Groschen sind. Es gibt ja hier eine ganz normale Währung, also Geld, mit dem man handeln kann. Und dann gibt es einfach Groschen. Und die kann man ja irgendwie nicht verkaufen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Ist das so weit oben gewesen? Hätte ich auch schnell hochporten können. Egal, jetzt sind wir eh schon da. Ich glaube, hier ist das schon, gell? Ich will auch so einen geilen Bogen. Hier ist das nicht. Ich glaube, hier wird das sein. Rüstkammer, ja. Ich könnte... Ah, da kommt einer rein. Sehr schön. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Oh, schade. Haben wir das Zeug jetzt schon bekommen, oder wie? Ja. Ja gut, das ist einfach ein bisschen neuer. Wow, das ist alles. Hä? Haben wir jetzt nicht... Ernst jetzt? Ah, da haben wir noch einen neuen Helm. Jo, das war's. Mehr haben wir nicht gekriegt. Ja gut, okay. Schlimm ist das jetzt nicht. Schade, wenn der nicht hier wäre, könnte ich jetzt mal so eine kleine Truhe knacken. Aber keine Chance. Naja. So, schauen wir mal weiter. Jetzt porte ich mich aber runter. Ich habe keine Lust, das alles zu laufen. Gut. Bin mal gespannt, was uns für Aufgaben hier unten erwarten. Also beziehungsweise allgemein, was für Aufgaben uns erwarten werden. Ich würde gerne mal wieder Taschendiebstahl machen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie... Schütze dich, Heinrich. Danke, Bruder. Aber ich weiß nicht mehr wirklich genau, wie das ging. Und ich will das echt nicht riskieren. Ich bin selber in der Wache und komme dann in den Knast. um 19 Uhr sollten wir da sein, gell? Wie viel Uhr haben wir es denn? Ah, wir haben sogar gleich 19 Uhr. Cool. So. Tun wir schnell mal ein bisschen vorspulen, die Zeit. Eine Stunde warten. Wow, gerade zwei Stunden. Hat er gesagt 19 Uhr oder ab 19 Uhr? Lass mal schnell schauen. Um 19 Uhr. Er dreht um 19 Uhr seine Runde. Also dann machen wir mal eine Stunde warten. Ah ne, wir haben es ja erst 17 Uhr gehabt. Also Viertel vor 5. Jetzt haben wir Viertel vor 6. Jetzt müssen wir nochmal eine Stunde warten. Perfekt.
So. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Drehe mit Nachtigall zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Zwischen 11 und 19 Uhr deine Runde. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchten. Aha. Dann kann ich jetzt eigentlich gerade nochmal vorspulen, weil die Zeit ist jetzt schon fast um. Zwischen 11 und 19 Uhr. Oh, danach bin ich ja am Verhungern. Pass etwas besser auf. Ah, das ist wahrscheinlich die hier, oder? Ja. Vielleicht reicht es noch von der Zeit her. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Scheiße, die Zeit ist abgelaufen wahrscheinlich. Ah, verdammt. Ich glaube, das war zu spät jetzt gewesen. Mitten im Gespräch. Okay. Gut, dann muss ich jetzt warten bis um 11 wieder. Also. Jo, 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 Leute. Jo, jo, jo. So. Die Aufgabe will ich auf jeden Fall aber noch erfüllen. Muss ich mal vorstellen, der steht einfach jetzt da so über 12 Stunden. Einfach an derselben Stelle und bewegt sich nicht. Boah, die Energie geht aber auch ganz schön flöten. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Nochmal reden? Du kommst zu früh. Wir treffen uns am Nachmittag unten bei der Kirche, klar? Wieso am Nachmittag? Ich dachte zwischen 11 und... Oh, jetzt haben wir auch noch Hunger. Habe ich nichts mehr? Ja, nur okay. Dann holen wir mal was zu essen. Gehen wir schnell zu irgendeinem Händler hier am Markt. Die müsste, glaube ich, was zu essen haben. Hier, die hat, glaube ich, Brot, oder? Ja, Brezel. Lass uns handeln, meine Gute. Genau. Holen wir ein paar Brezel. 7 Stück? Was will die dafür? Oh, 12. Ey, scheiße. Das ist trotzdem viel. Für so ein paar Brezel. Ja, super. Das war dumm. Wir hätten nicht so schnell alles vorspulen sollen. Wir hätten lieber schnell zu unserem Hause gehen sollen und da schnell was zu essen holen sollen. Ah. Wieso denn am Nachmittag? Hier steht aber zwischen 11 und 19 Uhr. Also gut, dann tun wir halt nochmal ein bisschen vorspulen. So, Nachmittag 14 Uhr. Machen wir es halt so. Man kann da nicht rummeckern und dann drehen wir mal mit dir zusammen die Runde. Gut. Auf. Wer, der sagt jetzt wieder irgendwas? Du bist zu früh. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Ah, sehr schön. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Ja, der bin ich. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich möchte Herrn Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen.
Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Ich könnte einen Happen vertragen. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Jetzt drehen wir mit ihm zusammen eine Runde hier. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Ja, den haben wir aber auch schon kennengelernt. War das der Pfarrer gewesen? Der so... Guck mal, unser Rathaus. Robin Hood? Ziemlich groß, was? Hey, Robin Hood! Der Vogt und seine Knechte leben hier. Ich bin ein Fan! Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker, aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Den kennen wir. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Der zeigt uns jetzt mal die ganze Stadt wahrscheinlich. Zeigt Gnade. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Schädig zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Mist... Schlichte den Streit. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Musst du, inwiefern belästigt sie dich, Meister? Musst du hier betteln, Jana? Du schimpfst dich einen Christenschmied. Die will man verjagen. Du solltest, sie bleiben, Meisterschmied. Ich mach das Oberste. Was ist das Problem? Das ist mein Laden. Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Ja gut, vor dem Laden würde ich jetzt auch nicht eine Bettlerin haben wollen. Da hat er schon ein bisschen recht. Ich mach das Oberste. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann nicht Tag und Nacht rumwandeln. Ich muss schon fast die Bettlerin verjagen, weil die darf... Ich meine, das ist neben sein Laden. Und da darf einfach keine... Ja, ist halt so. Da muss halt woanders sein, ne? Ich glaube, du gehst besser. Wieso? Ich hab ein Recht darauf, hier zu sein. Deine Meinung interessiert niemanden. Du wirst am Schandstock enden, wenn du nicht aufpasst. Guter Herr, bitte jag mich nicht fort. Kein weiteres Wort. Verzieh dich. Warte, ich kenn dich. Du bist Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Dein alter Herr wird sich für dich schämen, mich so zu behandeln. Oh, verpiss dich, dumm freche Kuh. Bettle bei der Kirche. Schick es dir mal dorthin. Ich weiß, du hast es schwer. Aber wenn du betteln willst, scher dich zur Kirche. Schämst du dich nicht? So ist nun mal das Gesetz. Ich weiß. Danke. Ich bin froh, dass ein redlicher Mensch noch auf das Gesetz zählen kann. Sehr schön, wir haben es geschafft, Leute. Armes Ding. Aber du hast das Richtige getan. Wenigstens herrscht Frieden. Sehr schön. Müssen wir dem weiter folgen? Ich glaube schon, ne? Ja. Leute, Leute, die Zeit, die rennt uns davon. Ich glaube, ich werde... Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Das ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnosch dankbar sein. Das sind alles die auf Scarlets. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Capon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Meeren, dann im Himmel. Herr Harnisch verwaltet das zu essen, bis er Hans mündig wird. Langsam knurrt der Magen. Die sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so.
Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Also Leute, ich muss an der Stelle leider den Part beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bewertet ruhig das Video positiv und habt einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Einschalten, euer Nia, haltet die Ohren steif und ciao!